Hallo und herzlich willkommen zurück. Reparatur läuft. Zur Alarmstufe Rot, Teil 2, Joris Rache. Einheit repariert. Wir sind jetzt Reparatur hier. Reparatur läuft. Unsere Basis ist geschlossen. Ah, ja. Einheit bereit. Reparatur läuft. So, mit den zwei Kanonen machen wir jetzt einiges gut. Da bauen wir unsere Dings noch. Schadengenerator, Wetterkontrollstation. Und das hier. Produktion läuft. Einheit bereit. Ja. Muss hier noch einige Sachen wiederholen. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Oh, noch weitere Prisma-Panzer. Wo sind sie denn? Ach, weggebaut. Steht unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. So, das funktioniert richtig gut. Und wir haben ja schon gesehen gehabt, dass das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Reparatur läuft. Mit diesen Teil hier zu zerstören. Bereit. Nur dann haben wir einen Fehler gemacht und ich habe nicht gespeichert gehabt, dummerweise. Naja, gut. Da unten sollten wir auf jeden Fall auch noch was hinbauen. Das haben wir auch gesehen gehabt. Dass das abgeschlossen. Nötig wäre. Bereit. Okay, wir haben noch Zeit. Bevor der seinen Dings wieder einsetzt. Einheit bereit. So. Jetzt warten wir noch auf den Gewittersturm ab. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion läuft. Reparatur läuft. Und dann müssen wir, sobald das Ding hier... Ja, dann müssen wir hier ein bisschen mit denen verschwinden, dass da nichts passiert. Das ist das einzige Problem. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Produktion läuft. So, hier speichern wir ab. Hiermit. Und dann holen wir unsere Fahrzeuge hier mal raus. Prisma-Panzer einsatzbereit, Sir. Neue Koordinaten eingespeist. Und schauen, dass wir hier ein bisschen. Neue Koordinaten eingespeist. Damit dass er nicht alle kriegt. Wir setzen nämlich gleich das Ding ein. Ja, genau, das meinte ich. So hatte ich das eigentlich nicht vor. Ich war ein bisschen zu spät dran. So ein Schrott. Mehrfach Spiegellinsen klar. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Stabilisatoren werden Einheit verloren. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Unsere Basis steht unter Beschuss. So, was wurde zerstört? Ich glaube, das Dings wurde zerstört. Die Reparatur. Produktion läuft. Teil. Mehrfach Spiegellinsen klar. Unsere Basis steht unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion abgeschlossen. Reparatur läuft. Ja, diese Kanonen sind einfach geil. Speicherpaneele Einheit aufgeladen. Bereit. Stabilisatoren werden neu angepasst. Geländefluktuation wird so ausgeglichen. Werkstatt kommt wieder hin. Bauoptionen. Mehrfach Spiegellinsen klar. Und dann geht's gleich los, die Basis so ein bisschen zu erobern vom Gegner. Werden noch weitere Einheit gebaut. Bereit. Ja, das war der letzte. Nee, es werden noch weitere gebaut. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Aber ich würde sagen, bevor jetzt irgendwas noch schief geht, rücken wir schon mal ein bisschen vor.
Stabilisatoren werden neu angepasst. Mit denen können wir ja auch schon einiges erledigen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Positionsdaten empfangen. So, erster Teil ist erledigt. Positionsdaten empfangen. Oh, aber einige haben noch was abgekriegt. Naja. Cool, dann ist es so. Energie wird fokussiert. Positionsdaten empfangen. Zielkoordinaten erfasst. Einheit bereit. Reflektionswinkel berechnet. Einheit befördert. Lichtrichtung intensiviert. Zielkoordinaten erfasst. Positionsdaten empfangen. Energie wird fokussiert. Zielkoordinaten erfasst. Erdsammler unter Beschuss. Einheit befördert. Einheit verloren. Einheit befördert. Zielkoordinaten erfasst. Erdsammler unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. So, und weißt du was? Wisst ihr was? Wir gehen erstmal zurück und reparieren mal ein wenig. Positionsdaten empfangen. Speicherpaneele aufgeladen. Neue Koordinaten eingespeist. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so schlecht. Produktion läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. So, das hat auch ganz gut geklappt, hätte ich gesagt. Reparatur läuft. Einheit bereit. Große Teile zerstört. Einheit repariert. Passt doch wunderbar. Jetzt reparieren wir noch ein paar von den Fahrzeugen hier. Linsenrotoren überprüft. Gewittersturm bereit. Okay, und dann probieren wir auch den Gewittersturm mal aus. Vielleicht, wenn wir Glück haben, langen beide, um hier verheerende Schäden anzurichten an dem Zieldominator. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Ziel wählen. Achtung, Atomrakete gezündet. Achtung, und das hier gleich noch. Gewittersturm aktiviert. Einheit repariert. Mal sehen, ob das klappt. Einheit bereit. Und. Oh, nee. Ganz knapp. Schaut's euch an. Ganz, ganz knapp. Einheit repariert. Einheit bereit. Naja, der ist früher auch noch dran, als wir jetzt hat. Ziel wählen. Ja, weiß, wir probieren mal was aus, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Einheit repariert. Ah, so knapp nicht geklappt. Einheit bereit. Es fehlt so wenig. Wahrscheinlich. Reparatur läuft. Mit dem Fallschirmspringer wird es wahrscheinlich auch nicht klappen. Einheit repariert. Mehrfachspiegellinsen klar. Reparatur läuft. Kommen die gar nicht? Einheit bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ah, irgendwie kommen die Fallschirmspringer gar nicht. Reparatur läuft. Naja, gut. Reparatur läuft. Einheit bereit. Naja, gut. Was soll's? Bismarck-Panzer einsatzbereit, Sir. Positionsdaten immer. Erdsammler unter Beschuss. Neue Koordinaten eingespeist. Ist etwas Wunderbares. Ja. Einheit befördert. Einheit bereit. Bismarck-Panzer einsatzbereit, Sir. Linsenrotoren überprüft.
Wir haben, glaube ich, gar keine Flak gebaut, oder? Shit. Produktion läuft. Doch, wir haben eine Flak gebaut. Einheit bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Produktion abgeschlossen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Stabilisatoren werden neu angepasst. Verstärkung bereit. Okay, sehr gut. Oh, wow, wow. Prisma-Panzer einsatzbereit, Sir. Einheit bereit. Erdsammler unter Beschuss. Überprüft. Linsen aktiviert. Achtung, Immutator aktiviert. Eingespeist. Einheit verloren. Koordinaten erfasst. Erdsammler unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. So. Koordinaten eingespeist. Lichtenergie wird fokussiert. Einheit verloren. Unsere Basis steht unter Beschuss. Werde Geländefluktuation wird Einheit verloren. Jetzt haben wir leider wieder viel, viel verloren. Aber das war es dann auch mit seinen Dings. Unsere Basis steht unter Beschuss. Werden neu angepasst. Oh, wow, 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 wow. Erdsammler unter Beschuss. Wird ausgeglichen. Kann man das mit denen machen? Nee, ich glaube mit dem Prisma-Panzer nicht. Positionsdaten empfangen. Vergrößerungslinsen aktiviert. Aber das passt. Gut. Erdsammler unter Beschuss. Befördert. Wird kompensiert. Weiter Einheit geht's. Verloren. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reflexionswinkel berechnet. Erdsammler. Ich hoffe, die kommen. Ah ja, ich glaube, die kommen zurecht. Gebäude verlassen. Vergrößerungslinsen aktiviert. Stabilisatoren werden neu angeschlossen. Einheit befördert. Einheit befördert. Einheit und kommst du zurecht? Ja, komm zurecht. So, jetzt noch das Bauhaus hier. Unter Beschuss. Einheit befördert. Atomrakete bereit. Gewittersturm bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Stabilisatoren werden neu Einheit angepasst. Verloren. Linsenmotoren überprüft. So, und jetzt wollen wir mal. Achtung. Damit ist der Dominator Achtung. Erledigt. Prisma-Sensoren stabil. Erdsammler unter Beschuss. Einheit verloren. Endlich frei! Endlich frei! Falsche Paneele aufgeladen. So, der ist weg. Damit haben wir eigentlich ein Ziel erreicht. Erdsammler unter Beschuss. Das passt doch richtig gut. So, da gehen wir jetzt erstmal nicht hoch. Lichtbrechung intensiviert. Einheit. Sondern wir gehen hier runter. Reflexionswinkel berechnet. Weil da hat er noch einen weiteren Bauhaus. Einheit befördert. Einheit befördert. Neue Koordinaten eingespeist. Einheit befördert. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit verloren. Einheit befördert. Linsenrotoren überprüft. Erdsammler unter Beschuss. Stabilisatoren werden neu angepasst. Einheit befördert. Lichtbrechung intensiviert. Erdsammler unter Beschuss. Positionsdaten empfangen. Und er kann auch nichts mehr Neues bauen. Das ist auch ziemlich geil. Erdsammler unter Beschuss. Einheit verloren. Einheit befördert. Neue Koordinaten eingespeist. Lichtbrechung intensiviert. Nein, nicht zu nah dran gehen.
Erdsammler unter Beschuss. Genau deswegen nicht. So, Gewitter, 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 Gewitter. Das sagen wir mal, das hier oben, vielleicht schaffen wir es, die beiden auch kaputt zu kriegen. Mehrfachspiegellinsen klar. Positionsdaten empfangen. Vergrößerungslinsen aktiviert. Unsere Basis steht unter Beschuss. Positionsdaten empfangen. Zielkoordinaten befördert. Vergrößerungslinsen aktiviert. Lichtenergie wird fokussiert. Einheit verloren. Lichtbrechung intensiviert. Einheit befördert. Achtung, Immutator aktiviert. Einheit verloren. So. Stabilisatoren werden neu angepasst. Linsenrotoren überprüft. Vergrößerungslinsen aktiviert. Jetzt ziehen wir uns erst einmal ganz kleines bisschen zurück. Einheit verloren. Ah, es hat leider nicht ganz geklappt, die zu zerstören. Schade. Mehrfachspiegellinsen klar. Hier holen wir uns ein bisschen Verstärkung wieder her. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Und du darfst auch weitere Prisma-Panzer bauen. Produktion läuft. Die Dinger sind einfach klasse, finde ich. Neues Ziel erhalten. So, damit haben wir doch das alles schon ziemlich unsere gut erledigt. Steht unter Beschuss. Einheit bereit. Was war denn da oben? Ach, da war auch nur noch so ein Dings. Okay. Da könnte man auch noch was Schönes holen, aber ja, das ist eigentlich relativ egal. Da kommen wir irgendwie noch nicht so richtig vorbei. Müssen wir aber bald noch vorbeikommen. Einheit bereit. Das wird ein bisschen happig. Aber das kriegen wir hin. Was macht die Atombombe? Ist noch nicht so weit. Hoppla. Speicherpaneele aufgeladen. Stabilisatoren werden neu angepasst. So, weiter geht's. Jetzt gehen wir mal. Einheit bereit. Stabilisatoren hier lang. Neu angepasst. Hier so rum. Und dann können wir da von da aus hier schön hier weitergehen und die ganzen Kraftwerke zerstören. Zielkoordinaten erfasst. Und zwar außerhalb der Reichweite des Psychoturms. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Lichtenergie unsere Basis wird fokussiert. Steht unter Beschuss. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Und hier? Ja, sollte man mal reparieren. Reparatur läuft. Einheit bereit. Reparatur läuft. Aber soweit sieht es alles gut aus. So. Speicherpaneele aufgeladen. Reflektionswinkel berechnet. Atomrakete bereit. Okay, jetzt probieren wir es mal aus, bereit. Ob wir sie jetzt hier wegkriegen. Vor allem der hier. Atomrakete gezündet. Prisma-Sensoren stabil. Reflektionswinkel berechnet. Positionsdatenempfang. Vergrößerungslinsen aktiviert. Einheit bereit. Vergrößerungslinsen aktiviert. Ja, das sieht gut aus. Damit kommen wir doch durch. Perfekt. Aktiviert. Zielkoordinaten erfasst. Zielkoordinaten erfasst. Einheit bereit. Vergrößerungslinsen aktiviert. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Lichtenergie wird fokussiert. Lichtenergie wird fokussiert. Ja, viel hat er nicht mehr uns entgegenzusetzen. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Unsere Lichtenergie wird fokussiert. Einheit bereit. Schon wieder unter Beschuss. Alles kein Problem. Sehr gut. Dann erledigen wir noch das hier, dass er mit keine Dings mehr kriegt. Keine Energie. Keine Ressourcen mehr. Das Teil müssen wir noch zerstören. Dann haben wir einen großen, großen Teil schon erledigt. Positionsdaten empfangen. Lichtenergie wird fokussiert. Reflektionswinkel berechnet. Den ganz westlichen Teil des Stützpunktes haben wir erledigt. Und ich glaube, er kann uns jetzt auch nichts mehr groß entgegenschicken, kann es sein?
viel Geld kann er nicht mehr machen. Zielkoordinaten erfasst. Was kann er noch alles machen? Gewittersturm bereit. Das ist alles das hier. Ziel wählen. Einheit bereit. Och, machen wir das doch einfach mal hier, ja. Gewittersturm aktiviert. Nee, der kann gar nichts mehr groß bauen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Ah, die sind geflohen. Einheit bereit. Schade. Verzerrungsfehler wird kompensiert. So, wenn ich mich recht erinnere, konnte man den hier von unten gut. Erledigen. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Nee, die ziehen sich wieder zurück. So. Dann machen wir den Dinger noch weg, den Genmutator. Energie wird fokussiert. Vergrößerungslinsen aktiviert. Es hat er wirklich gar nichts mehr. Bis auf die wenigen Einheiten hier noch. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Zielkoordinaten erfasst. Einheit bereit. Zielkoordinaten erfasst. Unsere Basis steht unter Beschuss. Lichtenergie wird fokussiert. Befördert. Reflektionswinkel berechnet. Die zwei könnten noch gefährlich werden, aber nee, auch nicht mehr so sehr. Nee, überhaupt nicht. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Vergrößerungslinsen aktiviert. Hier drüben gibt es auch nichts mehr. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Reflektionswinkel bereit. Positionsdaten. So, und das waren die letzten Einheiten. Klasse. Die ganze Welt weiß jetzt, was für ein brillanter Kommandeur sie sind. Ihr Konterfrei schmückt Briefmarken in jedem Land der Erde und ihnen zu Ehren wird ein weltweiter Feiertag ausgerufen. Yay! Hört jetzt mal zu. Ihr werdet mir gehorchen. Sei schön brav, sonst kriegst du heute keinen Nachtisch. Ich bin Yuri. Werdet mir gehorchen. Wir haben ein nettes, sicheres Plätzchen für ihn, wo er den Rest seiner Tage verbringen kann. Professor Einstein nennt es psychische Isolationszelle. Okay. Ich danke Ihnen, Commander. Jetzt wird nichts mehr kontrolliert, nicht die kleinste Fliege. Und was ist hier los? Was? Wir machen eine temporale Verzerrungswelle aus, General. Das sind die beiden Zeitlinien, Lieutenant. Sie verschmelzen. Eine Folge von Ereignissen muss jetzt über die andere dominieren. Verschmelzung der beiden Zeitlinien in 3, 2, 1. Okay. Wir sind jetzt auf DEFCON 2. Was zum Teufel ist da los, Lieutenant? Er ist wieder aufgetaucht, Mr. President. Und läuft's gut, Mr. President? General Carver? Sie sind Zeitreisen. Doch... Noch nie was davon gehört, Sir. Gefällt Ihnen das? Der Präsident hat zur Siegesfeier ins Weiße Haus geladen. Ich dachte, wir beide könnten vielleicht... Kommen Sie, Commander. Irgendwie war das so nicht geplant. Professor? Doc? Sie haben doch noch diese Zeitmaschine, ja? Gut, könnten Sie mich zurückschicken? 2 Stunden in Ihren Zeitlinien gibt's anscheinend einen Knick. Sehe ich Sie in der Neufassung? Ja. Damit hört das ungefähr so auf wie der erste Teil. Ja.
Eigentlich schon ein ziemlich cooles Spiel, ein ziemlich cooles Add-on. Hat mir ziemlich gut gefallen. Auch wenn ich es am Anfang ein bisschen, am Schluss ein bisschen komisch fand mit Verschmelzung der Zeitlinien. Sprich, alles, was passiert ist, ist eigentlich gar nicht passiert. Ja, ist schon irgendwie ziemlich krass. So. 7 Missionen hatten wir, glaube ich, jetzt. Das heißt, in der Sorvet-Kampagne werden auch 7 Missionen wahrscheinlich sein. Da bin ich auch mal gespannt, ob es dann auch gegen Yuri geht. Oder ob es mit Yuri geht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das da abläuft. Ob sie Yuri als gemeinsamen Feind drin haben oder wie auch immer. Schauen wir einfach mal in den nächsten Folgen dann. Dann hoffe ich mal, dass ihr viel Spaß dabei habt und bleibt weiter dabei, wenn es heißt, die Sorvet-Kampagne wird gestartet. Und bis dahin macht's gut und ciao.